Hallo, ist Naruto 1986. Herzlich willkommen zu Shadow of the Tomb Raider Part 68. Jetzt geht's da weiter, wo wir aufgehört haben. Und let's go! Aha. Und da kann die also ja. Hm? Das war's wohl, Alter. Für dich. Ich werde euch hier alle noch plündern hier, Alter. Was soll der Scheiß? Mich hier angehen, Alter. Was soll der Scheißdreck, hallo? Nix da. Tja, euer Problem, hallo? Wer mich hier angeht, hat ein Problem, Alter. So, jetzt muss ich gucken, wie ich hier rauskomme. Mal hier runter schnell. Ha. Hier haben wir noch ein Pfeile. Hä? Okay. Ah. Ja. Pfeile habe ich jetzt genug, das heißt. Okay. So. Gut gemacht, Lara. Ach, kleines, du bist einfach super, wirklich. Du bist hammermäßig supi da drin. So, und jetzt gucken, dass wir hier rauskommen. Jetzt erstmal gucken, dass wir hier rauskommen. Irgendwo hier muss er jetzt ein Ausgang sein. Ah, hier hoch kann man da irgendwie oder was? Ah, shit, da kommt sie nicht dran. Warte, geh mal kurz hier rüber. Ach, schade, die kommt da nicht dran. Das ist gerade ein Mist, Alter. Hä? Wie, was? Ich komme jetzt hier nicht raus. Wie, oder was? Ich komme hier nicht raus. Was soll denn jetzt der Blödsinn? Ich komme hier nicht raus. Was soll das heißen? Ich komme jetzt nicht raus. Jetzt gerade witz, das ist jetzt gerade lustig, also witzig gerade. Aber so witzig finde ich jetzt wieder mal nicht. Ernsthaft, hier gibt es keinen Ausweg mehr? Oder warte mal.
Dafür habe ich nicht genug Platz. Das ist mir klar, Lara. Die Frage ist jetzt, wie komme ich hier raus? Ich sage jetzt nicht, dass ich das jetzt schon. Sage jetzt nicht, dass ich das jetzt gerade versaut habe. Dass ich da mich dann. Sag mir nicht, ich hab's versaut. Sag mir, dass ich hab mir jetzt den Ausweg versaut. Okay. Ach, come on. Das zeigt mir auch keinen Weg hier. Das ist gerade der Mist. Okay. Das ist gerade lachhaft, Alter. Das ist jetzt gerade der größte Witz, was ich in meinem Leben noch nicht gesehen habe, wirklich. Hä? Aha, warte, hier kann man irgendwie hoch, sehe ich gerade. Hä, doch nicht? Warum ist es dann nicht so markiert, als ob man da hoch könnte? Shit. Na, jetzt haben wir ein großes Problem. Jetzt haben wir gerade ein gewaltiges Problem. Dann kannst du hier auch leider nichts. Das ist gerade der Mist. Einfach wartet mal. Bin gleich wieder da. Mal gucken, schnell auf der Karte, wo ich hier bin. Warte mal. Okay. Hier bin ich. Ja. Mal so rum. Ja, okay, ich seh's gerade. Hier kann ich durch. Oh, ich bin so ein Dude, Alter. Ich hab's jetzt echt nicht gesehen, Alter. Ich dachte, ich müsste nochmal neu starten, alles. Aber nee, doch nicht. Das war nur so ein scheiß Kammer gerade eben. Ich hab nicht drauf geachtet. Das war das blöde Problem. Ich hab nicht drauf geachtet gerade. Ich bin so ein Dude, Alter. Brauche ich gar nicht mehr so. Jetzt lass uns raus hier, Freunde der Nacht.
Ja. Perfekt. Gesehen, Freunde, ich bin wieder draußen. Ja. Ich bin wieder hier. Also. Hi, Justin Wolf. Hi. Typisch endlich hier. Ich wollte gerade sagen, ich habe mir jetzt noch nicht den Ausweg versperrt hier. Jetzt habe ich da noch ein bisschen gegen mir, da leckt mich doch. Was ist ein Dude? Hä? Und haben wir hier Lara rein? Komm. Nein, noch. Hier wieder hoch. Hakan, wie kannst du so etwas von Aaron verlangen? So. Na also, geh doch. Da machen wir's. Warte mal. Gott sei Dank gibt's hier ein Ding. Warte, ich muss gerade hingehen. Was da? Ah, ich kann auch wieder reden. Hakan? Wer bist du? Ich bin ein Wolf im Schafspelz. Weißt du noch? Priesterin. Ich hab dich ohne Kostüm nicht erkannt. Schön, dich wiederzusehen, liebe Freundin. Gleichfalls. Wie geht's Kayara? Dank dir hat sie noch einen Vater. Soweit ich weiß, sind wir gemeinsam aus dieser Zelle rausgekommen. Wie ist es dir ergangen? Ich gebe mein Bestes, um eine zweite Chance zu nutzen, aber ich habe vielleicht keine Wahl. Wo liegt das Problem? Aaron, einer der Männer hier, arbeitet in der Kaserne der Wachen in der Oberstadt. Er sollte sich für mich dort umsehen, aber er ist nicht zurückgekommen. Du fürchtest, ihm ist was zugestoßen. Seine Schwester, sie macht sich immer Sorgen. Aber sie hat recht. Wenn Aaron wegen mir in Gefahr ist und die Frau, die das kleine Durchgangsheim im Müll betreibt, das rauskriegt, dann müssen Kayara und ich gehen. Ich könnte Aaron für dich suchen. Wenn er Schwierigkeiten hat, kann ich ihm vielleicht helfen. Ein Talent für sowas hast du ja, das stimmt. Hast du deine Priesterkleidung noch? Ja, die habe ich noch. Gut. Aaron ist ein Wächter in der Kaserne in der Oberstadt. Mit der Verkleidung kommst du sicher durch die Tür. Alles klar. Dann wollen wir uns erstmal umziehen gehen. Zwei Gräber nach Aaron suchen. Okay. Mann. So. Gut, dann bin ich jetzt in den Part. Wir sehen uns im nächsten Part. Wieder schreibt mir bitte in die Kommentare, abonniert. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Danke, dann bis gleich.